Ja, Patrick, mit dem Hawaii-Sieg letztes Jahr mit neuem Streckenrekord hast du gewissermaßen so Grenzen des Triathlon-Sports etwas verschoben, auch deine eigenen. Es ist ja so, dass das Age-Grupper auch versuchen, im Training oder im Wettkampf ihre eigenen Grenzen zu verschieben, aber oft dann doch sehr deutlich dran auch scheitern. Was hast du da für einen Tipp, wo man grundlegend vielleicht dran arbeiten kann? Oh, das ist natürlich jetzt eine Frage, da könnte man jetzt irgendwie stundenlang drüber referieren. Es ist immer individuell abhängig. Jeder arbeitet irgendwie an seinen Stärken und auch an seinen Schwächen. Ich glaube, so was mir halt in den letzten Jahren, ich betreibe den Sport ja jetzt auch schon seit 15 Jahren oder länger sogar, ich glaube, muss ich kurz nachrechnen, aber länger als 15 Jahre. Und ich habe also ohne Wattmessung, ohne Pulsmesser eigentlich sogar noch angefangen, bin einfach in den Wald gegangen und habe irgendwie Spaß gehabt an der Bewegung und am Laufen. Und ich finde, das geht langsam so ein bisschen verloren. Wir lassen uns irgendwie zu sehr leiten von viel zu vielen kleinen technischen Helferlein. Und ich appelliere da ganz gerne so ein bisschen an das eigene Körpergefühl, wieder hin zurück zum zu dem, was eigentlich wirklich zählt, und das ist das, wie fühle ich mich und was macht es mit mir, macht mir das Spaß und eben nicht nur auf die kleinen technischen Helferlein zu hören. Jeder hat die Garmin-Uhr am Handgelenk, was auch gut ist, was seine Berechtigung hat, aber die Dinger kann man eigentlich auch mal gerne sozusagen stumm mitlaufen lassen, ohne dass man gerade wieder die nächste Leistungszustandsmeldung bekommt oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist ein großer Punkt, der gerade bei uns im Sport, gerade in so einem natürlich auch tollen, technikaffinen Umfeld, dafür, ich meine, ich liebe das auch, ich liebe auch die Auswertung und mich damit zu beschäftigen, ist ja total geil, aber ich glaube, der Appell sollte doch mal sein, sich ein bisschen mehr auf das eigene Körpergefühl wieder zu besinnen und eigentlich auch mal wieder wertzuschätzen, was wir eigentlich für ein Privileg haben, was wir für einen geilen Sport machen können und dabei eben wirklich eine Freude empfinden. Es ist ja so, dass du eben insbesondere durch deine Laufleistung ja die Rennen gewinnst. Genau, viele Hobbyathleten, die haben eben genau das Problem, die sind beim Ironman noch beim Radfahren auf Hawaii-Quali-Kurs und dann plötzlich reißt ihnen dann mehr oder weniger halt die Zeit beim Laufen weg. Wie denkst du, warum ist gerade bei dir so gut funktioniert, dass du auch in der Langdistanz noch so hohe Laufleistungen abrufen kannst? Also bei mir fängt das auch schon in der Kindheit im Endeffekt an, dass ich schon damals gemerkt habe, dass ich beim Fußballspielen eigentlich immer derjenige war, der noch am längsten laufen konnte. So. Ich glaube, da ist irgendwas mit meinem Körper von ganz früher Kindheit an schon ganz besonders gewesen, dass ich irgendwie wirklich länger eine Leistung aufrechterhalten konnte als jetzt andere Altersgenossen. Und das war das eine. Und das andere sind natürlich, wir haben wirklich viel im technischen Bereich gearbeitet. Ich glaube, mittlerweile ist der Name Wolfgang Schweim schon ein Begriff geworden, der Lauftechniktrainer. Und einfach dieses Team, mit dem ich mich umgeben kann, mit Fares, mit dem Wolfgang unter anderem, die haben einfach eine klasse Arbeit auch geleistet in dem letzten Jahr. Das muss man ganz klar so sagen. Mit Wolfgang arbeite ich seit fünf Jahren, wie gesagt, monatlich zusammen, und er hat das ganz schön beschrieben, vom Würfel zum Ball. Das heißt, ja, meine große Stärke ist es im Prinzip, rund zu laufen und mit möglichst wenig Widerständen zu laufen. Und ich meine, du bist auch schon lang genug dabei. Jeder, der sich mal an die Strecke stellt und so, ich sage einfach mal 9 Stunden plus Athleten zuschaut, das ist einfach, da gibt es einfach, ich sage mal einfach viel technisches Potenzial, was irgendwie ungenutzt bleibt. Und da ist es eben, glaube ich, dann die große Kunst, vielleicht auch mal 5 Minuten vom Bikepart etwas abzucutten und eben am Ende des Bikeparts noch nicht auf Hawaii-Kurs zu sein, um dann eben, wenn es halt richtig losgeht, und das heißt ab Halbmarathon, dann eben technisch noch so muskulär in der Lage zu sein, das alles
umsetzen zu können, sauber umsetzen zu können. Und das Erlernte, was man eben, womit man sich dann im besten Fall vorher beschäftigt hat, technisch, eben dann umsetzen zu können. Auf dem letzten Halbmarathon kannst du eventuell 10 Minuten gewinnen von den 5 Minuten, die du vorher auf dem Bikepart liegen hast lassen. Wie oft steht dann bei euch jetzt im Lauftraining, Lauftechniktraining auf dem Programm? Es gibt immer wieder so kleine Reminder, das machen wir so monatlich circa. Das ist auch immer, wie die Wettkämpfe fallen, und mein Terminplan ist schon jetzt relativ eng gestrickt, von daher müssen wir die Termine halt auch schon finden. Aber man kann eigentlich so sagen, dass man es grob monatlich macht. Ansonsten kriege ich ja Bilder transportiert, also wir arbeiten viel mit Bildern, die sozusagen im Kopf verankert werden. Als Beispiel, du hast einen Schmetterling in der Hand, um die richtige Fingerposition zu erüben. Viele greifen die Hand einfach verkrampft fest zusammen, ja, was dazu führt, dass eben die Muskulatur im Arm sich auch verkrampft und dadurch die Schulter verkrampft wird. Und dann gibt mir Wolfgang dieses Bild an die Hand, dass man sich vorstellt, dass man einen Schmetterling in der Hand hat. Ja, und dann bleibt die Hand eben etwas entspannter. Also du darfst den Schmetterling nicht zerquetschen. Ja, das ist der Trick. Sowas hilft, und sowas nimmst du ja auch einfach mit in die nächsten Trainings rein. Und was ich halt mache, ich rufe mir eben die Bilder eben vor das innere Auge. Ich laufe auch selten mit Musik im Ohr, um diese Prozesse eben einfach zu optimieren, um meine Gedanken nicht zu sehr abschweifen zu lassen. Und dann ja, arbeite ich eben zum Beispiel am Armschwung und rufe mir diese Bilder immer wieder ins Gedächtnis. Und so würde ich im Prinzip sagen, dass ich eigentlich bei jeder Laufeinheit eigentlich eine Techniktraining mache, auch wenn es nur mental, visuell ist. So. Das andere ist aber, wenn man so hinten raus eben nach 7 Stunden Wettkampfleistung noch einen draufpacken kann, ist das, dass das mit der Energieversorgung richtig funktioniert, sprich die Ernährung. Ist da jetzt bei dir ein ausgeklügeltes Ernährungssystem dahinter, oder kann man sagen, du hast einfach einen Saumagen und es ist auch dir das so ein bisschen in die Wiege gelegt? Naja, also ich werde von Faris al-Sultan trainiert. Das ausgeklügelte. Nee, ich glaube, da gibt es auch noch Entwicklungspotenziale von mir. Also so viele Langstreckenwettbewerbe habe ich jetzt auch noch nicht absolviert. Sind ganze 4. Da werde ich auch noch Dinge optimieren können. Aber bislang, ich nutze eben meine Sporternährungsprodukte im Training. Also ich nehme mein Orthomol und versuche eben die Produkte, die ich im Wettkampf benutze, eben auch im Training oft einzustreuen. Und bis jetzt hat es halt alles super funktioniert, und von daher sehe ich da auch keinen Grund, irgendwas zu ändern jetzt. Also ich glaube, das ist immer die Frage, wie viele Experimente macht man dann im Wettkampf? Benutze ich jetzt im Vorfeld irgendwie vielleicht mal den Energy Supplier aus dem Wettkampf? Macht vielleicht Sinn, wenn man dann auf der Marathonstrecke das auch mal zu sich nimmt. Das hast du gerade eben angesprochen, auf dem Rad vielleicht 5 Minuten langsamer fahren, dafür die Kraft fürs Laufen sparen. Du setzt aber auch viel Aufwand in die Optimierung des Radmaterials. Du warst auch jetzt erst wieder, glaube ich, auf der Radbahn, wurde rumgetüftelt. Da stand zwar, die Ergebnisse sind geheim, aber kannst du zum Beispiel verraten, wie weit oder wie nah du schon am Optimum warst, sage ich mal, von der Sitzposition möglich bist, weil man sich ja da über Jahre eigentlich ja ranarbeiten muss, dass man es auch fahren kann? Ja, wo ist das Optimum? Das ist ja eigentlich die große Frage. Ich glaube, der Körper verändert sich immer. Und deswegen ist auch so eine Sitzposition eigentlich nichts, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt das Optimum, das werde ich jetzt die nächsten Jahre immer weiter benutzen. Ich merke es auch, dass ich auch ein bisschen älter werde und vielleicht hier und da noch mal ein bisschen die Sitzposition auch anpassen muss. Und das ist einfach so ein never-ending Project. Ich bin jetzt gerade ganz zufrieden mit dem, wie ich sitze. Ich kann auch 7 Stunden im Training fahren, ohne dass ich danach wunde Stellen in der Sitzfläche habe und so weiter. Das ist eigentlich schon ein Zugewinn
der einen unbeschreiblich großen Mehrwert hat. Jeder Triathlet kennt es, glaube ich, wenn es einfach drückt und man einfach kaum noch sitzen kann am Ende von einer langen Tour. Das habe ich eben zum Glück nicht und das führe ich auf jeden Fall auf die gute Arbeit von Biomechanikern bei G Biomeist und Steps zurück, ganz klar. Und aerodynamisch entwickelt sich es auch jährlich weiter. Immer neue Produkte, immer noch ein Schippchen draufgelegt. Und da, ja, da kann ich auf jeden Fall so viel verraten, dass ich von den getesteten Athleten schon sehr, sehr weit vorne bin. Swisside hat dann einen großen Athletenpool schon durch den Windkanal geschleust und auch viele Profi-Teams, die sie betreuen und wir kennen daher so ein paar Werte und das ist schon echt ganz weit vorne dabei, also auch geschuldet meiner Körpergröße natürlich sind aerodynamisch, ist da das Setup schon sehr, sehr gut. Ist es dann konkret jetzt nochmal, sag ich mal, optimierter im Vergleich zum letzten Hawaii-Setup vom letzten Jahr? Minimal. Also Hawaii 2017 war schon wirklich ein sehr, sehr gutes Setup, vor allen Dingen im Vergleich zu Hawaii 2016, wo wir einfach die Daten verglichen haben und man da tatsächlich einfach auch gesehen hat, was für eine gute Arbeit da die Techniker geleistet haben bei bei weniger Leistungsaufwand doch schneller gefahren zu sein. Da hat sich die Arbeit definitiv sehr gelohnt, die wir da vor allen Dingen im Frühjahr investiert haben. Doch. Eine Frage, die auch viele Hobbyathleten immer interessiert, wie ist das Verhältnis bei dir vom Einsatz zwischen Triathlon, Zeitfahrmaschine und normalem Rennrad im Training? Das kommt ja auch immer sehr stark auf den Trainer an und bei mir, mein Trainer ist eben zu seinen aktiven Zeiten im Prinzip alles mit dem Zeitfahrrad gefahren und von daher verfolge ich auch eher die Taktik oder die Denkweise, dass es eben von der muskulären Anpassung her sehr wichtig ist, viel auf dem Zeitfahrhobel zu sitzen, viel auf der Wettkampfmaschine zu sitzen, um einfach die Hebel zu trainieren und die Sitzposition zu trainieren. Von daher würde ich in der Hauptsaison würde ich das Training auf der Zeitfahrmaschine mit 95% betiteln, mindestens. Wenn es mal eine regenerative Einheit gibt, dann hocke ich mich mal aufs Rennrad, um auch den Rücken ein bisschen zu entlasten. Ansonsten, jetzt gerade in den letzten wichtigen 2-3 Monaten vor dem ersten Höhepunkt nur Zeitfahrrad und dann in der Regenerationsphase nach dem ersten Ironman, dann fahre ich auch mal wieder ein bisschen mehr Rennrad und natürlich im Winter, Dezember, Januar in den Frühjahrstrainingslagern, da habe ich dann doch schon das Rennrad dabei, wenn es eben noch nicht so zählt. Jetzt noch kurz zum Schwimmen. Gibt ja auch eine Diskussion, Einsatz von Hilfsmitteln im Schwimmen. Die einen sagen, nehmen alles mit, andere sagen, dieses Spielzeug brauche ich nicht. Wie ist das bei dir? Auch mir fällt das Schwimmen etwas kurzweiliger, wenn ich mit Hilfsmitteln arbeite. Natürlich kriege ich auch die Diskussion, gerade ums Poolboy gibt es ja immer wieder heiße Diskussionen. Ich glaube, da gibt es kein richtig, kein falsch. Da ist auch wieder mal das Gefühl des Athleten wichtig. Ich glaube, wir Triathleten, wir lieben unser Paddles Poolboy und das kann man auch ohne schlechtes Gewissen nutzen, tue ich auch. Aber immer wohlwissend, dass das eben gerade das Poolboy die Beckenposition verändert und man da doch schon auch hier und da ein technisches Potenzial noch hat. Also wie gesagt, technische Hilfsmittel beim Schwimmen habe ich auch, nutze ich auch, macht das Training kürzer. Aber gerade beim Poolboy muss man eben schon so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, da haben wir alle noch Potenziale. Habe jetzt im letzten Schwimmtraining witzigerweise den Trainer von Marco Koch einfach mal angesprochen, der ja auch in Darmstadt trainiert, der 200 Meter Brustweltmeister. Und der hat mir einfach so ein paar
Kniffe nochmal gezeigt und da ist mir wirklich krass aufgefallen, wie sehr mir eigentlich so eine schwimmerische Grundausbildung fehlt. Und es ist echt witzig, dass du das fragst, weil ich das wirklich vor zwei Tagen den Alexander Greisel gefragt habe. Und er sagte auch, ja, also dir würde ich jetzt schon empfehlen, mal eher weniger mit Pulver zu schwimmen, weil du viel eben über die Beckenposition mit der Wasserlage noch verbessern kannst. Und deswegen ist da auch die Reise bei mir in dem Bereich auch noch lange nicht zu Ende. Und es ist immer interessant, auch mal einen externen Input zu bekommen von den Spezialisten zum Beispiel. Jetzt ist noch eine Geschichte. Es wird ja normalerweise im Freiwasser geschwommen, mit Ausnahme heuer in Buschhütten. Welchen Stellenwert hat jetzt ein Freiwassertraining bei dir? Vor allen Dingen finde ich es mega geil. Also ich schwimme einfach viel lieber im See als im Becken. Gerade wenn man mal meine Rollwänden sieht, die sind glaube ich auch nicht so super weltberühmt. Mir gefällt einfach das Draußensein in der Natur und die Einsamkeit eigentlich im See, ohne sich da mit den Rentnern auf die Bahn zu quetschen, ist schon cool. Und von daher, klar, nimmt das jetzt auch zu. Je länger je fortgeschrittener die Saison ist, umso öfter gehe ich auch ins Wasser, ins Freiwasser. Also ein, zwei Mal die Woche versuche ich schon irgendwie in den See zu kommen.